Vor ein paar Wochen haben wir uns mal den Stand 2024 angeschaut, wie es so um die zielgerichtete Therapie des NSCLCs bestellt ist. Und dabei habe ich Ihnen dieses spektakuläre Diagramm zusammengestellt, was nochmal zeigt, wie toll die Fortschritte da eigentlich sind. Allerdings muss man sagen, das sind ja alles Stadium 4 Patientendaten und berücksichtigen ja gar nicht, was zum Beispiel passiert, wenn man in einem operablen Stadium diagnostiziert wird. Und da hatten wir ja auch gar nicht so lange her vor kurzem erst ein paar Videos zugemacht zu Neoadjuvanta, Adjuvanta und auch zu perioperativer Therapie. Deswegen schauen wir uns in diesem Video mal an, welche Fortschritte es in der adjuvanten zielgerichteten Therapie des NSCLCs so gibt. Hallo, mein Name ist Matthias Schäffler, ich bin Onkologe mit dem Schwerpunkt zielgerichtete Krebstherapie und auch gerne Lungenkrebs, und dieses Video ist als ein riesengroßes Dankeschön für mittlerweile 3000 Abonnenten zu verstehen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Machen wir eine kleine Wiederholung, was die adjuvante Therapie eigentlich darstellt. Dazu habe ich Ihnen hier übereinander zwei verschiedene Tumoren dargestellt, die jetzt beide operiert werden. Und im Optimalfall ist nach der Operation auch nichts mehr da. Und ebenfalls im Optimalfall bleibt das natürlich auch relativ lange so. Realistisch müssen wir aber schon sagen, wir wissen, dass diese Tumoren zu Rezidiven neigen. Im unteren Fall würden wir jetzt einfach mal zuwarten, bis letzten Endes ein Rezidiv entsteht. Im oberen Fall machen wir jetzt mal das, was wir normalerweise machen. Wir geben unmittelbar nach der Operation, also wenn nichts mehr da ist, eine systemische Therapie. Das ist die sogenannte adjuvante Therapie. Und da gibt es genug Daten, die uns darin bestärken, das so zu machen, weil man gesehen hat, dass es dann à la longue zu einem besseren Outcome führt, als wenn man es nicht machen würde. Die Überlegung dahinter oder die Rationale dahinter ist relativ klar. Wir wollen ja auch sogenannte Mikrometastasen, also einzelne Zellen oder Zellverbände, die wir aber makroskopisch nicht sehen, weder durchs Resektat noch durch die Bildgebung, systemisch mittherapieren. Und da ja nach der Operation im Optimalfall kein Tumor mehr da ist, müssen wir natürlich auch so ein bisschen andere zeitliche Parameter bestimmen, um die Wertigkeit einer adjuvanten Therapie einschätzen zu können. Dazu gucken wir uns den Primarius an und die Zeit bis zum Entstehen eines Rezidivs, also bis die Krankheit wieder da ist. Dieses Intervall nennt man auch DFS, für Disease-Free Survival. Das ist grob analog zu dem PFS, was wir aus der systemischen Therapie im Stadium 4 kennen. Die Zeit bis zum Tod ist natürlich weiterhin das Overall Survival, das Gesamtüberleben. Warum zeige ich diese beiden? Weil das relativ relevant ist für die Beurteilung der Studien, die ich Ihnen gleich zeige. Das DFS, das war der primäre Endpunkt von allen Studien, die wir gleich durchgehen. Wobei, es sind nur zwei. Während das Gesamtüberleben, das Overall Survival, natürlich Ausgangspunkt war in den ganzen Studien, auf die wir uns berufen, dass die adjuvante Therapie überhaupt Sinn macht. Also relativ wichtig, weil wir haben ja die Eigenschaft, dass wir, wenn wir nochmal den unteren Verlauf angucken und die systemische Therapie womöglich erst dann starten, wenn ein Rezidiv da ist, es ja durchaus sein kann, dass wir womöglich hinten raus eine Verbesserung der Überlebenszeit erreichen, die sich nicht im Disease-Free Survival niederschlägt. Es gab, als die erste der zwei Studien, die ich Ihnen heute präsentieren werde, veröffentlicht wird, wahnsinnig viel Diskussion und auch wahnsinnig emotionale oder emotionalisierte Diskussion über die Wahl des richtigen Endpunktes. Da hieß es dann teilweise, DFS ist unbrauchbar. Auf der anderen Seite wurde gesagt, DFS ist für den Patienten enorm brauchbar. Also da gab es wirklich mindestens zwei Lager, die sich da in die Haare bekommen haben. Ich würde es relativ neutral heute fassen, würde Ihnen die Pain Points natürlich mit erwähnen, aber würde versuchen, so sachlich wie möglich Ihnen die Daten zu zeigen. Und dazu gehen wir nochmal in mein Lieblingsdiagramm zum Thema zielgerichtete NSCLC-Therapie. Wir haben es jetzt allerdings deutlich aufgeräumter als noch bei der Stadium 4-Therapie. Wir haben als Platz hier die EGFR-Mutation, die beiden klassischen aktivierenden Mutationen, also die Deletion 19 und die L858R. Wir haben aber auch, und das ist neu, das ist gerade mal ein paar Wochen publiziert, die ALK-Fusion als mögliches Target. Und dazu haben wir auch noch richtig viele Studien aktuell ongoing, die sich mit KRAS G12C beschäftigen. Wir gucken aber heute mal auf EGFR und auf ALK. Wenn Sie das andere Video gesehen haben, ahnen Sie wahrscheinlich, was jetzt kommt. Natürlich müssen wir uns genauer angucken, ob es nicht Unterschiede im Benefit der einzelnen Patienten in Abhängigkeit ihrer genetischen Veränderung gibt. Das gucken wir uns an und starten mal mit EGFR. Die entsprechende Studie ist die sogenannte Ad-Aura-Studie.
Und die kam 2020 bereits, also vor 4 Jahren, schon mit ordentlich Krawall an. Mit dieser Abbildung, die ihnen zeigt, dass Patienten mit EGFR-Mutationen, die operiert worden sind, und dann entweder Osimertinib, und das ist wichtig, Osimertinib, es gab in der Vergangenheit einige Studien mit anderen EGFR-Inhibitoren, die keine positiven Ergebnisse erzielt hatten, also die mit Osimertinib eine deutliche Verlängerung des Disease-Free-Survival hatten im Vergleich zu Placebo. Und jetzt können Sie natürlich sagen, wie kann denn da Placebo sein? Das sind doch operierte Patienten, die müssen ja womöglich eine normale adjuvante Chemotherapie bekommen haben. Klar, so ist das. Die Studie ist ein bisschen komplizierter aufgebaut worden. Die Randomisierung Osimertinib versus Placebo, die erfolgte natürlich erst nach der Operation und gegebenenfalls nach einer adjuvanten Chemotherapie. Die Chemotherapie war optional, die wurde dem Investigator in die Hand gelegt. Also die Ärzte konnten selbst entscheiden, ob sie eine adjuvante Chemotherapie machen würden, und haben das dann entsprechend auch gegebenenfalls gemacht, sodass wir bei dieser Studie zeigen müssen, okay, hier sieht man schon, dass sowohl links, das sind die Osimertinib behandelt, als auch rechts, das sind die in Anführungszeichen Placebo behandelten Patienten, zu 60% gleichsam eine adjuvante Chemotherapie bekommen haben. Das ist natürlich bei der Beurteilung der Wertigkeit der adjuvanten zielgerichteten Therapie enorm wichtig. Und ich sprach ja gerade das inhaltliche Hauen und Stechen um die richtigen Endpunkte an. Natürlich gab es eine ganze Menge an Kollegen, die gesagt hatten, okay, jetzt haben wir DFS-Vorteile, das ist ja schön und gut, aber ich kann den Patienten ja eventuell auch später Osimertinib geben, wenn sie ein Rezidiv haben, und vielleicht haben die dann ja noch größeren Vorteil. Ergo, was machen die OS-Unterschiede? Und die wurden 3 Jahre später nachgelegt. Mit diesem Ergebnis, mit einer relativ deutlichen Aussage zugunsten der adjuvanten Therapie bezüglich des Gesamtüberlebens. Eine Hazard Ratio von 0,49 heißt eine 51-prozentige Reduktion durch die Osimertinib-Gabe im Verhältnis zur Nichtgabe an dem Tumor zu versterben. So super eindrucksvolle und deutliche Aussagen, die wir hier haben, wobei man ein dickes Aber hinterhersetzen muss, was wir gerade besprochen hatten. Es war nämlich leider nicht so, dass alle Patienten im Placeboarm dann schließlich Osimertinib bekommen hatten. Das waren in der Summe nur 54%. Also die Frage nach einer eventuellen Sequenz ist hier keineswegs beantwortet. Wohl aber ein eindeutiger Vorteil von der adjuvanten Therapie generell und vor allen Dingen des Disease-Free Survival, also dass man auch Ruhe hat von seinem Tumor, weswegen es ja schon mehr oder weniger Standard geworden ist bei der Therapie von EGFR-mutierten Patienten, wenn man die Mutation denn rechtzeitig sieht. Wie gesagt, in diesem Fall mit dem Resektat aus der Operation die EGFR-Diagnostik. Schöner wäre es natürlich, wenn man vorab auch schon die Information hätte, um gegebenenfalls neoadjuvante Konzepte auch zu überprüfen. Kommen wir zu ALK, und ALK ist jetzt doch neu. Das ist gerade mal, ich glaube, 2 Monate alt, dass die Publikation draußen ist, nämlich die sogenannte ALINA-Studie. Und mit diesem weiblichen Vornamen ALINA nähern wir uns schon deutlich der Brustkrebsszene an. In der Brustkrebsszene war es nämlich gang und gäbe, klinische Studien nach Frauen zu benennen oder mit Frauennamen zu benennen. Da gibt es die Cleopatra-Studie, da gibt es die Mona-Lisa-Studie, anders geschrieben. Also da sind wir jetzt mit der ALINA-Studie quasi mit dabei. Und die ALINA-Studie zeigt ähnliche gute Ergebnisse, wie wir es von der Ad-Aura-Studie kennen. Sie sehen aber sofort, hier ist nichts mehr Placebo-kontrolliert. ALINA war wirklich eine Studie, die Chemotherapie mit Alectinib, mit dem ALK-Inhibitor Alectinib, verglichen hat. Heißt aber auch, die Patienten, die im Rahmen der ALINA-Studie mit Alectinib behandelt wurden, die sind chemotherapiefrei geblieben. Und da hatte ich Ihnen gerade bei der EGFR-Studie noch vergessen zu sagen, auch bei der EGFR-Studie, bei der Ad-Aura-Studie, hatte sich letztlich gezeigt, dass es keinen Unterschied gibt, ob man mit Chemotherapie vorbehandelt war, adjuvant, oder ob man direkt das Osimertinib bekommen hatte. Das war absolut gleich, weswegen man auch da zu dem Schluss kommen könnte, wir brauchen nicht zwingend eine Chemotherapie. Der Unterschied zur Ad-Aura-Studie hier aber auch, wie lange man das jeweilige Medikament nimmt. In der Ad-Aura-Studie gab es 3 Jahre Osimertinib, in der ALINA-Studie gab es 2 Jahre Alectinib.
Fassen wir das kurz zusammen. Also es gibt durch die Aura-Studie gute Daten für den adjuvanten Einsatz von Osimertinib bei EGFR-Mutationen, bei Vorliegen von EGFR-Mutationen. Es gab, das habe ich Ihnen so ein bisschen verheimlicht, durchaus Subgruppenanalysen in Abhängigkeit des Tumorstadiums. Und da kann man grob sagen, umso größer das Stadium ist, also eher Richtung Stadium 3 geht, umso deutlicher ist der Benefit von der adjuvanten Osimertinib-Therapie. Umkehrschluss, bei den niedrigeren Stadien ist es nicht ganz so ausgeprägt. Und wir haben mit der Alina-Studie eine Studie, die eindeutig zeigt, dass wir die Chemotherapie nicht brauchen in diesem Setting, weil die zielgerichtete Therapie der Chemotherapie deutlich überlegen ist. Gehen wir damit zurück zu meinem Lieblingsdiagramm zum Thema. Ich habe hier mal die gleichen Smileys für EGFR und für ALK verwendet, weil ich finde, in beiden Fällen sind das enorm starke, enorm beeindruckende Ergebnisse. Mit durchaus kleinen Unterschieden, aber das wäre jetzt wirklich Haarspalterei. Und wenn wir mit EGFR-adjuvanter Therapie und ALK-adjuvanter Therapie sowas wie ein Proof of Concept vorgelegt haben, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir das in Zukunft bei allen anderen Treibermutationen auch zu erwarten haben. Dass man zumindest danach gucken wird, wie gut in dem jeweiligen Setting auch eine zielgerichtete Therapie ist. Und da wird es schon mit dem Teufel zugehen, wenn das deutlich schlechter bei den anderen Treibermutationen aussähe. Ich hatte aber auch gerade schon mal ganz kurz gedroppt, wie sieht es denn jetzt eigentlich mit Neoadjuvant oder perioperativer systemischer zielgerichteter Therapie beim NSCLC aus. Das hängt natürlich stark damit zusammen, wann ich den Mutationsstatus kenne. Wenn ich den erst durch das Resektat bei der Operation kennenlerne, dann kann ich natürlich auch nur eine adjuvante Therapie in Angriff nehmen. Wenn ich allerdings vorher schon bei Erstdiagnose, noch bevor irgendeine Tätigkeit passiert ist therapeutisch, weiß, welche Mutationen vorliegen, dann kann man natürlich auch in die Richtung gehen zu sagen, dann macht man womöglich was Neoadjuvantes. Gott sei Dank ist dieser letztere Fall eigentlich so eingetreten, mehr oder weniger. Wir müssen die frühen Testungen machen, weil es bei Immuntherapie, Neoadjuvanz und Adjuvanzstudien durchaus das Problem gibt, dass EGFR und ALK ausgeschlossen werden müssen. Das heißt, die Information über diese beiden Mutationen, die liegt eigentlich immer vorab, bevor man irgendwas macht und weit vorab einer Operation vor. Und hier wäre es natürlich super, wenn man nicht nur diese Information über diese zwei spezifischen Mutationen hätte, sondern über ein breites Panel oder über so viele Mutationen wie möglich, um da, wie gesagt, schnellstmöglich, bestmöglich zielgerichtete Therapien zu können.